Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Tour durch eine vollbesetzte Kabine sozusagen. Und zwar ist das die Sky Loft Suite mit Balkon auf der Quantum of the Seas. So, wir sehen schon einmal, die geht quasi über zwei Decks. Und ja, ich hoffe, dass ihr genug erkennen könnt, denn es sind ganz viele Menschen hier drin. Aber anders ist das nun mal nicht möglich. Also, wir gucken mal. Erstmal hier in diesem Bereich. Hier kann man dann essen. Ja, ganz überraschend sind wirklich diese billigen Kaffeemaschinen, die hier irgendwo stehen. Ja, so nach dem Motto, $20 waren noch übrig, hat man die hier irgendwie gekauft. Ja, also ich weiß nicht, ob das schon noch die endgültigen sind oder ja, ob es dann dabei bleibt. Also das ist so ein kleines Detail, was mir einfach auffällt, wo ich denke, so merkwürdig, dass man das gemacht hat. So, wir sehen hier, große Kunstwerke befinden sich hier. Und ja, wir wollen einfach schon mal rausgucken. Da ist nämlich keiner, da haben wir so ein bisschen unsere Ruhe. Also einmal die. So, und dann schnell wieder zu, weil sonst entsteht hier Durchzug. Toller Blick. Einmal nach hinten raus. Herrlich. Man guckt hier so ein bisschen auf die Oberseite vom 270, wo ich mich immer gefragt habe, was ist da eigentlich drauf? Ja, und wir sehen nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob man da inoffiziellerweise oder so lang gehen kann, weil wir sehen, da ist irgendwie allenfalls so eine ganz einfache Absperrung. Also so ein öffentlicher Bereich ist das nicht, das ist klar. So, hier kann man sitzen. Einmal Tisch mit zwei Stühlen. Und dann auf der anderen Seite einen Stuhl, wo man sich auch ein bisschen hinlegen kann. Wir gucken einmal nach oben. So, da hat man also direkten Zugang zum Himmel gewissermaßen. Also da ist jetzt nichts Störendes, was da oder so noch drüber ist. So, wir gehen mal wieder raus, machen ganz schnell die Tür wieder zu. Also es gibt es Durchzug. Ja, so. Gott, das wäre, oh, ist noch voller geworden hier. Ja, also man sieht die Kabine vor lauter Bäumen nicht, oder wie geht der Spruch? Hier kann man sitzen, wenn man nun fernsehen möchte. Sieht ganz bequem aus, ich will das mal ausprobieren. Ein spezieller Designersessel wahrscheinlich oder so, aber oh ja. Das ist, also der ist ausgesprochen bequem, so ein Ding. Jetzt, ja, vom Style vielleicht nicht, aber könnte ich mir durchaus vorstellen für zu Hause. Also das, wer mal hier ist, auf jeden Fall dann diesen Sessel hier ausprobieren. So, da der Fernseher einmal. Der ist ganz normal groß, wie in der Balkonkabine im Grunde auch. Wir wollen mal gucken, ob hier irgendwie noch irgendwas drin ist. Aha, guck mal, hier ist die Minibar. Und die ist hier tatsächlich sogar mal verschlossen. Ja, gut. Kann man übrigens auch durch Code sichern. Also, wenn man Kinder dabei hat, die da vielleicht nichts trinken sollen. So, wir wollen mal gucken, ist hier noch irgendwas drin? Nö. Also, da wahrscheinlich irgendwo noch der Föhn oder so. Da, hier tatsächlich. Hier ist der Föhn. Was haben wir hier noch drin? Hier könnte der Safe sein, hätte ich beinahe gesagt. Nee, nicht der Safe, sondern da ist gar nichts drin. Kann ich also Sachen aufbewahren. Ja, wie ist es mit Steckdosen? Es sind also durchaus auch in homöopathischer Dosis europäische Steckdosen dabei. Ansonsten amerikanische. Wer da mehr Bedarf hat, der bringe dann am besten einen Adapter mit. So, ja, hier einmal das Sofa. So ein bisschen Geschmackssache, ne? Ob man dieses glänzende so mag. Aber auch hier wieder diese unterschiedlichen Kissen, die man so gemacht hat. Also wirklich, das ist wie auf der Mein Schiff 3. Also mich würde wirklich interessieren, ob es da Zusammenarbeit gegeben hat. Ich meine, weil das Neubau-Department von Royal Caribbean da ja auch dran beteiligt war. So, einmal moderne Kunst sozusagen. Hier einmal der Couchtisch. So, wir wollen mal gucken, was hier noch ist. Das sieht hier alles verschlossen aus. Ja, hier ist nichts. Da einmal das Telefon, wer dann doch mal telefonieren möchte. Und wir wollen mal gucken, wo es hier hingeht. Wahrscheinlich ins Bad. So. Mit einem Waschbecken einmal. So. Ja, das ist heute mal irgendwie eine besondere Herausforderung, in so einem vollen Ding hier zu drehen. Ja, aber wenn die Alternative ist, irgendwie gar nichts machen zu können, dann dachte ich lieber in der vollen Kabine, als euch das Ganze vorzuenthalten. Weil man hat leider auch zahlreiche Kabinen uns hier gestrichen, die man gar nicht besichtigen kann. Also dachte ich, besser als gar nichts. So, die Dusche, groß. Ja, die ist also größer als bei mir zu Hause. Wobei, ich habe eine Badewanne zu Hause, also insofern kann man es nicht ganz vergleichen. So, hier kann ich mich also duschen morgens. So, ich versuche mal wieder rauszugehen, wenn da noch Platz ist. Und dann gucken wir nochmal ins Obergeschoss. Wo es da lang geht, was sich da noch befindet, na logischerweise das Bett, denn das hatten wir noch nicht. So, schnell mal nach oben. So, wir sehen also, notfalls ist diese Kabine hier auch mit 20 Leuten belegbar, wenn es doch mal eng werden sollte. So, jetzt staut es sich hier. Aber wir haben ja Geduld. So, jetzt sind wir hier vorne in dem
Schlafbereich. Also, hier ist einmal das Bett. So, fantastisch. Mit einem Blick, einmal wenn ich das möchte, auf den Fernseher. Wobei das fast so aussieht, als könnte man den einklappen oder so. Vielleicht ist da, ja, also guck mal, da oben ist so eine Luke sozusagen. Also es kann durchaus sein, dass man den einklappen kann. Und damit man dann quasi den freien Blick hier vom Bett nach draußen hat. Ne? Das ist natürlich toll. Ja, weil, das ist einfach mal, mehr geht nicht, muss ich wirklich sagen. Hier oben kann ich nun das Ganze auch abdunkeln, ist ja irgendwie auch wichtig. Ja. So, da befindet sich dann noch ein Kunstwerk. So, jetzt versuchen wir mal, wie voll das hier ist. So, hier ist einmal ein Schreibtisch. Ja, hier habe ich jetzt nicht ganz so guten Blick. Hier gucke ich dann nur auf den Spiegel. So, das ist also alles. Da auch wieder deutsche Steckdose, europäische Steckdose, zwei USB-Anschlüsse, zwei amerikanische Steckdosen. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier noch kommt. Wahrscheinlich ein Ankleidezimmer. Jawohl, hier ein begehbarer Schrank mit Bademänteln, mit einem Safe. Ja, der Safe hat so hier die übliche Größe, etwas um die 20 cm. Also sehr viel geht da nicht rein, wie ein Laptop oder so. Also iPad muss man gucken. Also iPad Air, das kleine iPad Mini auf jeden Fall. Aber das große weiß ich jetzt auch nicht, ob das da reinpasst. Müsste man mal ausprobieren. So, und jetzt nochmal, ja, warum sollte man sich mit einer Dusche begnügen? Sondern es gibt hier noch ein zweites Bad. Hier übrigens auch mit Dauerpflanzen, die, wenn ich das richtig gesehen habe, von einer Hamburger Firma tatsächlich geliefert worden. Da habe ich gestern nämlich zwei Mädels im Fahrstuhl getroffen, die dann sagte, ja, sie hätten die hier überall installiert sozusagen. So, hier ist die Toilette, auch mit einem Telefon. Und hier ist dann wieder so eine Doppeldusche, wie wir die schon in einer anderen Suite hier gesehen haben. Also, ja, deswegen, ich kann, das ist mein Luxus, mich aus der Dusche bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Wenn ihr das Ganze buchen möchtet, in der Videobeschreibung ist ein Link. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.